Смотрю на вас, все такие милые, прекрасные. Ich schaue euch an und ihr seid alle so lieb, freundlich und wunderbar. Счастливые. Ihr seid glücklich. Почему? Warum? Потому что Христос живет в нас. Weil der Herr Jesus in uns lebt. Amen. Он нас изменил. Er hat uns verändert. Он сделал нас новыми. Er hat uns neu gemacht. Amen. Amen. И мы можем сегодня сиять в этом мире. Und wir können in dieser Welt heute scheinen. Слава Богу за его любовь. Preist den Herrn für seine Liebe. Господь любит нас. Der Herr liebt uns. Господь любит тебя. Der Herr liebt dich. Лично тебя. Dich persönlich. Я хочу, чтобы ты сегодня прочувствовал, Господь Иисус Христос любит лично. Ich möchte, dass du das heute spürst, dass der Herr persönlich dich liebt. Конечно же, он любит всю землю. Natürlich liebt er die ganze Welt. Он любит все человечество. Er liebt die ganze Menschheit. И он настолько полюбил все человечество und и нашу землю. Er hat so sehr die Menschheit und unsere Erde lieb gewonnen, что послал сына своего единородного. Dass er seinen einzigen Sohn hergeschickt hat, Jesus Christus auf diese Erde. Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht Amen. Verloren geht, sondern das ewige Amen. Leben hat. Amen. Вы знаете, ну когда я сегодня смотрю на эту, на нашу землю, wisst ihr aber, wenn ich heute unsere Erde anschaue, на все, что происходит, auf all das, was hier passiert, может иногда трудно поверить в то, что Бог любит эту землю. Dann fällt es vielleicht uns schwer zu glauben, dass der Herr diese Erde liebt. Wir suchen oft nach Antworten im Leben. Warum der Herr es zulässt. Wisst ihr, ich habe darüber mir Gedanken gemacht. Und ich habe verstanden, dass man mit Glauben annehmen soll, dass der Herr diese Erde liebt. Er bewegt etwas. Его план, он исполнится. Sein Plan wird sich erfüllen. Он что-то делает хорошее для тебя и для меня. Er macht etwas für dich, für mich persönlich Gutes. Мы, может быть, этого еще не видим. Vielleicht sehen wir das noch nicht. Вы знаете, самое прекрасное, что для меня было. Aber wisst ihr, das Tollste, was für mich war, абсолютно все равно, что случится на этой земле. Es ist absolut unwichtig, was auf dieser Erde noch passieren wird. Там, на небе, dort im Himmel, Христос приготовил для нас обители. Hat Jesus Christus für uns Wohnstätten vorbereitet. Amen. Amen. Ja, по-немецки так звучит Wohnstätte, да? А? Вонген. Я вот тоже вчера думал. Квартиры по-русски. Квартиры нам приготовят. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht und im Russischen wird das Wohnungen Quartiere übersetzt. Что-то так думал, ну как это квартиру он там приготовил для нас? Da habe ich gedacht, ja, warum nur eine Wohnung? Ну, по-русски она написана «обители», да? Это не квартиры. Обители, как это перевести? Ну, also in meiner Übersetzung steht Wohnstätte und aus dem Deutschen ganz genau, also ein Zuhause mit anderen Worten gesagt. Eine Bleibe. Eine Bleibe. Ну, вы знаете, в то же время Слово Божие говорит, что не видел того глаз и не слышало ухо, что Бог приготовил для любящих Его там, на небе. Aber zur gleichen Zeit sagt Gott, dass das Auge noch nicht gesehen hat und das Ohr nicht gehört hat, das, was der Herr für uns Tolles vorbereitet hat. Он приготовил для меня там квартиру. Er hat für mich dort eine Bleibe vorbereitet. Квартиру приготовил, eine Wohnung vorbereitet, которую я еще никогда не видел. Die Wohnung, die ich noch nie gesehen habe. Amen. Amen.
Это будет прекрасно там. Das wird eine tolle Wohnung sein. И вот так любит нас Господь. Denn der Herr liebt uns so sehr. Мы сильно дорожим жизнью на этой земле. Wir schätzen das Leben oder halten uns so sehr an diesem Leben hier fest. Ну, наверное, если бы мы знали, куда мы попадем. Aber wenn wir wüssten, wohin wir kommen. Мы бы сильно захотели туда. Dann würden wir so sehr danach anstreben, dahin zu gehen, in diese wunderbare bleiben. Бог любит эту землю. Der Herr liebt diese Erde. Бог любит тебя и меня. Der Herr liebt dich und mich. Мне хочется, чтобы мы сейчас еще могли совершить короткую молитву. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir jetzt noch ein kurzes Gebet vollstrecken. Чтобы его любовь, она не кончалась. Dass seine Liebe nicht zu Ende geht. Чтобы она постоянно была на этой земле. Dass sie ständig auf dieser Erde чтобы verbleibt. Чтобы мы ее испытывали, чтобы ты и я, мы ее переживали. Dass wir diese Liebe genießen können, dass wir sie erleben können. Чтобы мы понимали его любовь. Dass wir seine Liebe verstehen. Чувствовали и переживали fühlen ее. Und sie erleben. Он любит тебя. Er liebt dich. Я не перестану и не устану говорить это. Ich werde nicht müde davon zu reden. Бог любит лично тебя. Gott liebt dich persönlich. Не кого-то там далеко. Nicht irgendwo jemanden in der Ferne. Вместе. Und nicht alle zusammen einfach pauschal. Natürlich auch so. Aber er liebt dich persönlich. Und das ist sehr wichtig. Preis den Herrn. Wir werden zusammen beten. Jesus, Halleluja. Jesus, Halleluja. Ты любишь эту землю. Du liebst diese Erde. Du liebst uns, Herr Jesus. Я очень благодарен тебе, что ты любишь dafür, лично меня, mich Господь. Я дорог в твоих глазах, Господь. Augen. И каждый, кто und здесь, jeder, на этой земле живет, Господь, lebt, это трудно представить, сколько миллиардов живет на этой земле, но ты каждого любишь, каждого в отдельности. И это возможно, потому что ты есть Бог, сотворивший небо и землю, потому что ты есть Бог, соткавший человека в утробе матери. Аллилуйя! Слава тебе! Ты есть наш Бог! Preis den Herrn, dass du unser Gott bist, du bist unser wunderbarer Gott. Und ich bitte dich, dass diese Liebe niemals zu Ende geht, dass wir diese Liebe fühlen können, sie erleben können, weil du Gott, der Gnädige bist und du bist herrlich. Wenn wir so viel Leid auf der Erde sehen, so viel Trauer, so viel Когда мы видим детей, которые wenn остаются sehen, без родителей, Kinder, Господь, нам bleiben, трудно поверить, es fällt uns schwer какая zu это glauben, любовь. Но это любовь Твоя, aber Господь. Ты делаешь что-то лучшее, Господь. Ты хочешь, чтобы эта земля была чище. Ты хочешь, чтобы люди на этой земле начали понимать, кто такой есть Господь. Это твоя любовь, das ist deine Liebe, Herr. Это твоя любовь, das ist deine Liebe, которая изливается на эту землю. Ausgegossen wird auf diese Erde. Иисус, Herr, Jesus, ты пришел на эту землю, du bist gekommen auf diese Erde, чтобы каждый верующий в тебя jeder, der an dich glaubt, имел жизнь вечную. Ein ewiges Leben hat. Спасибо тебе за danke это. Dir, Herr, dafür. Хвала тебе, честь тебе dir sei и поклонение. Dank, Ehre und Anbetung. Пусть твоя любовь dass deine Liebe immer, каждый день jeden Tag und erneuert так, wird, so wie es geschrieben Божьем. Steht in deinem Wort. Спасибо тебе за все. Danke dir, Herr, Amen. Für alles. Halleluja. Amen. Thema нашей проповеди. Das Thema unserer Predigt. Identität в Иисусе Христе. Das ist Identität in Jesus Christus. Amen. Amen. Вы знаете, я решил перевести это слово. Ich habe entschieden, mich dieses Wort zu übersetzen. Identität, она есть и по-русски, да? Dieses Wort Identität да? Gibt es auch auf de, aus dem Russischen. Интересно, я нашел старое русское слово. Und ich habe ein altes russisches Wort, Begriff dazu gefunden. Тождество. Да? Так переводится. Тождество. Я думаю, даже, ну, такие... Es ist etwas Gleiches, oder das Gleiche übersetzt. Сходство. Еще есть oder перевод, да? Ähnlichkeit. Ähnliche, да. Мне очень интересно было тождество.
Für mich war es interessant, aus der Perspektive es zu sehen. Давайте начнем. Ну, чтобы быть сходным, то это должны быть какие-то две. Ну, мы должны быть Иисус Христос должен быть, да? Damit wir ähnlich werden, müssen wir zwei Persönlichkeiten vergleichen, Jesus Christus und uns. Я хочу начинать с нас. Ich möchte von uns beginnen. С тебя и с меня. Von dir und von mir. Я хочу, чтобы ты посмотрел на себя. Ich möchte, dass du dich selbst anschaust. Я вчера, когда немножко читал слово, als ich gestern so etwas die Bibel gelesen habe und mich vorbereitet habe, dann habe ich mich selbst betrachtet. Und dann verstand ich, der Herr hat mich sehr wunderbar oder ganz wunderbar geschaffen. Amen. Der Herr hat auch dich persönlich wunderbar geschaffen. Einzigartig, individuell, да, такой особенный. Du bist individuell, du bist einzigartig. Ja, Unikat, очень хорошее слово. Du bist ein Unikat. Я хочу, чтобы ты увидел. Ich möchte, dass du siehst. Тебя лично. Dich persönlich. Нету нигде такого. Es gibt nicht noch eines deinesgleichen. Du bist besonders. Du bist der Einzige in deiner Art. Und so hat dich der Herr geschaffen. Und ich wundere mich, wie groß unser Herr ist. Ни одного отпечатка пальцев нет одинакового. Es gibt keinen einzigen Fingerabdruck, der gleich ist. Как так можно? Wie ist das möglich? Aber такой прекрасный есть Господь. Aber so wunderbar ist unser Herr. И вы знаете, в паспорте стоит, что, например, есть две или три персоны, которые похожи на тебя. Wisst ihr, in einem Ausweis gibt es so eine Regel, die besagt, dass es zwei bis drei Personen gibt, die dir sehr ähnlich sind. Aber auch wenn sie komplett identisch zu dir, deinem Bild sind, haben sie einen anderen Charakter. Sie sprechen anders. У них что-то другое. Etwas ist doch anders bei dir. Они не действуют точно так же, как Sie ты. Handeln nicht genauso wie du. И даже вот, я вспоминаю, у нас в классе были близнецы. Und ich erinnere mich, близнецы dass wir auch те, in der Klasse ein Zwillingspärchen hatten. Also два мальчика были. Es waren eineigene Jungs. Рамиль и Равиль. Die hießen Рамиль und Равиль. Да. Их, вот кто приходил к нам в класс, они сперва не могли их узнать. Ну, различить. Und diejenigen, die zu uns in die Klasse neu kamen, konnten die beiden nicht unterscheiden. Они говорили, не можем узнать. А мы, которые уже давно с ними были. Die haben gesagt, wir können sie nicht unterscheiden, aber die, wir schon länger mit ihnen zusammen waren. Мы могли их различать. Konnten sie wunderbar unterscheiden. Потому что у них другие были движения. Weil sie ganz andere Bewegungen Они даже, hatten. Ну, как бы учились по-разному. Sie haben sogar ganz anders gelernt. Они были разными все равно. Sie waren dennoch verschieden. Вот так Господь творит нас, такими прекрасными so Он сотворил нас. So schafft uns der Herr genauso wunderbar und einzigartig. Я хочу, чтобы ты увидел, Бог сделал тебя прекрасным. Ich möchte, dass du es erkennst, dass Gott dich чтобы wunderbar geschaffen hat. Dass du daran glaubst. Ты очень дорог в глазах Господа. Du bist sehr kostbar in Gottes Augen. Ты очень дорогой для Него. Du bist für ihn sehr kostbar. Тебя. Er liebt dich. Он настолько полюбил тебя. Er hat dich so sehr lieb gewonnen. Что отдал своего единородного сына на смерть. Dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat für den Tod. Am Golgatha. Чтобы все, что у меня было,
damit alles, was ich habe, oder das, was ich noch Schmutziges haben werde, damit das alles freigewaschen wird, reingewaschen wird. Preist unseren Herrn dafür. So kann nur der Herr handeln. So kann der Herr etwas verändern. Natürlich können die Menschen auch etwas tun. Sie machen Roboter. Und so sind alle Roboter gleich. Versteht ihr? Sie können diese Roboter nicht unverschieden machen. Aber Gott schafft etwas Wunderbares und Einzigartiges. Wie hat er uns geschaffen? Amen. Nach seinem, in 1. Mose 1 lesen wir Folgendes. Vers 27. И сотворил Бог человека. Это первая глава. 1 Mose 1, 27. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Я хочу, чтобы ты ценил себя. Ich möchte, dass du dich schätzt. Чтобы ты был, ну, как бы, ну, даже гордился собой, что ich ты möchte sogar, dass du stolz bist darauf, божественное существо, dass du ein Gottesgeschöpf bist, чтобы ты уважал себя, dass du dich selbst erst, nicht erst schätzt. Аминь. Amen. Второе, что у нас произошло, что очень-очень важно. Das Zweite, was bei uns geschehen ist, was genauso wichtig ist, das sind diejenigen, die hier gerade sitzen. Ja, wir sind alle unterschiedlich. Der eine ist etwas klein, der andere ist etwas groß, der andere ist etwas schlank, der andere ist ein bisschen breiter. Aber wisst ihr, ich такую картину представил. Und wisst ihr, ich habe mir so ein Bild vorgestellt. Мы так стоим все в ряду. Wir stehen alle so in einer Reihe. И у каждого в сердце Христос. Und in jedem ist Jesus Christus im Herzen. Это то, что соединяет нас. Das ist genau das, was uns verbindet. Мы называем себя как? Wir nennen uns wie? Христиане. Christen. Значит, в нашем сердце есть Христос. Das heißt, in unserem Herzen ist Jesus Christus. И вот это второе, что сделал Господь для тебя и за меня. Und das ist das Zweite, was Jesus Christus für dich und für mich gemacht hat, was so kostbar ist. Потому что Он сделал из тебя и из меня христианина. Weil er aus dir und mir Christen gemacht hat. Да? Еще раз мы подытожим. Он сотворил нас и соткал нас в утробе матери. Анцикартик. Так хочется сказать это слово. Такое прекрасное. Ну, неповторимыми, чудесными, прекрасными. Er hat uns geschaffen im Mutterleib, alle einzigartig. Тебе легче. Так. Теперь Он еще и нашел нас. Und jetzt hat er uns auch gefunden. Это же большая привилегия быть христианином. Das ist doch ein großes Privileg, ein Christ zu sein. Это большая привилегия понимать, что есть Христос. Es ist ein großes Privileg zu verstehen, dass es Jesus Christus gibt und an ihn zu glauben. Может быть, людям, которые выросли в христианской семье. Ich denke, die Menschen, die in christlichen Familien aufgewachsen может sind, быть, им это не так ценно. Dass sie das vielleicht nicht so schätzen können, nicht so, dass es für sie nicht so kostbar ist. Потому что мы как бы, ну, с детства уже. Weil sie von klein auf, как сказать это, ну, с молитвами выросли, да? Sie sind mit Gebeten aufgewachsen. Да? Наши родители молились. Unsere Eltern haben gebetet, благословляли нас. Haben uns gesegnet. Это, конечно,
Очень большая привилегия. Natürlich, das ist ein großes Privileg, zu 100%. Но, может быть, мы не можем так оценить это. Aber vielleicht können wir das nicht so hochschätzen. Как те люди, которые, ну, никогда не слышали о Боге. So wie die Menschen, die von Gott noch nie etwas gehört haben. Und Gott hat sie trotzdem gefunden. Бог вошел в их сердце. Gott ist in ihr Herz hineingegangen. Открылся им. Hat sich ihnen offenbart. Ведь понимать и веровать, это не так просто. Versteht ihr, zu verstehen und dennoch zu glauben, es ist nicht einfach. Ich möchte mich nochmal wiederholen. Das ist ein großes Privileg. Und das ist ein großes Glück, ein Christ zu sein. Amen. Amen. Das ist ein großes Glück. Und ich denke mir manchmal, man betet für den Nachbarn, vielleicht für den Freund, für den Bruder oder Schwester. Очень прекрасно, хорошо. Und die sagen, ja, es ist alles schön, ты wunderbar, веришь, gut, wenn du glaubst, glaube weiter. Но они не понимают. Aber sie verstehen nicht. Они не видят этого счастья, sie sehen nicht dieses Glück, которое мы видим, das Glück, das wir sehen которым können, мы живем. Das, was wir ausleben. Я уже, может, говорил, еще раз хочу сказать. Vielleicht habe ich das schon gesagt, aber ich möchte es noch mal wiederholen. Я с одним человеком разговаривал. Ich habe mit einem Menschen gesprochen. Там была небольшая проблема. Da gab es so ein kleines Problem. У него. И он спросил, er hat ein Problem. Как ты с этой проблемой справился? Und er hat mich gefragt, wie bist du mit so einem Problem zurechtgekommen? Я говорю, я сказал, Господь, ты что-то сделаешь. Habe ich ihm geantwortet, Herr, du wirst es schon richten, habe daran geglaubt und habe es abgegeben. Он говорит, о, тебе легко. Und dann sagt er zu mir, Господу, поверил, и он тебе делает. Du hast es einfach. Du а hast dem Herrn gesagt, hast geglaubt und ist geschehen. Und ich? Еще раз. Ich möchte nochmal sagen. Если, может быть, ты немножко разочарован. Wenn du auch etwas enttäuscht bist. Может быть, ты ну, давно уже молишься за что-то. Vielleicht betest du für etwas schon eine lange Zeit und du bekommst keine Antwort. Ты видишь, как тупиковая. Vielleicht siehst du in deinem Leben etwas wie eine Sackgasse. Наш Бог живой. Unser Herr lebt. Ответ придет. Die Antwort wird kommen. Христос совершит и ответит в твоей жизни на все твои вопросы. Der Herr wird etwas vollbringen. Er wird dir eine Antwort für alle deine Fragen im Leben schicken. Вы знаете, даже Библия говорит. Wisst ihr, sogar die Bibel bestätigt es. Вам нужно терпение. Ihr braucht Geduld. Мы иногда с моей женой дискутируем о терпении. Manchmal diskutieren wir mit meiner Frau über das Thema Geduld. Когда ты уже соберешься, стоишь в дверях. Wenn du schon fertig bist und stehst dann an der Tür. А твой муж еще не собрался. Und dein Mann ist noch nicht fertig. А может, чаще наоборот? И нужно терпение. Man braucht Geduld. Ну а тогда, когда мы молимся за большие проблемы, aber wenn wir für große Probleme beten, für большое, etwas Besonderes, für etwas wirklich Wichtiges für uns, dann erst recht müssen wir Geduld üben. Терпением die Geduld спасаете die rettet, die rettet eure Seelen. Слава Богу. Preist den Herrn. Бог создал нас. Der Herr hat uns wunderbar gemacht. И мы дважды благословенны. Und wir sind doppelt gesegnet. Он нас создал очень прекрасно. Er hat uns wunderbar gemacht. И он зашел в наше сердце. Und er ist in unser Herz hineingegangen. Мы увидели его. Wir haben ihn erkannt. И теперь все, что нужно нам. Und jetzt alles, was wir benötigen. Мы должны быть тождественны. Müssen wir jetzt gleich bleiben. Мы должны быть сходными. Wir müssen сходственными. Mit dem Herrn ähnlich sein. С Иисусом Христом. Mit Jesus Christus. Вы знаете, Он сделал все для нас. Versteht, er hat schon uns alles in die Wege geleitet. Если мы посмотрим, ну, по процентам. Und wenn wir prozentual das anschauen.
Христос сделал для нас 99%. Hat Jesus Christus schon uns den Weg zu 99% freigelegt? 1% должны мы исполнить. 1% müssen wir ihm entgegenkommen. Мы должны быть такими, как он. Wir müssen genauso sein wie er. Это маленький процентик. Das ist dieser 1%. Всего один. Nur ein einziger Prozent. Но его нужно исполнить. Aber genau diesen Prozent müssen wir erfüllen. Его нужно практически исполнить. Das müssen wir praktisch erfüllen. Быть таким. So zu sein. Как наш Христос. Wie unser Herr Jesus. Звучит мало. Es klingt vielleicht so wenig. Но это твоя жизнь. Aber das ist dein Leben. Это каждый день. Das ist jeder Tag. Это каждый день. Das ist unser Tag. Верить в Господа. Jeden Tag an ihn zu glauben. Даже тогда, когда тебе плохо. Genau dann, wenn es dir sogar schwer fällt. И особенно тогда, когда тебе хорошо. Und besonders dann, wenn es dir auch gut geht. Тоже верить в Господа. Du musst immer an den Herrn glauben. Потому что тогда, когда нам хорошо. Denn wenn es uns gut geht. Тогда мы думаем, что это мы. Dann denken wir, dass wir diese 99% sind. А Христос только один. Und Jesus Christus nur diese 1%. Тогда мы начинаем думать по-другому. Dann fangen wir an, anders zu denken. Тогда, когда нам очень хорошо. Dann, wenn es uns sehr gut geht. Тогда мы думаем, что это все мы сделали. Dann denken wir, das haben wir alles getan. Нет. Nein. Это Господь благословил тебя. Das ist der Herr, der dich gesegnet hat. И если он руку свою заберет, und wenn er nur seine Hand wegnimmt, то может все получиться по-другому. Dann kann alles anders passieren. Итак, мы должны быть одинаковыми или сходственными с нашим Господом Иисусом Христом. Nun möchte ich sagen, dass wir dem Herrn identisch sein sollen. Wir sollen ihm ähnlich sein. Что делал Христос, когда Was был на этой земле? Was hat Jesus Christus getan, als er auf dieser Erde war? Я просто несколько пунктов выписал. Ich habe nur ein paar Punkte mir ausgeschrieben. И первое, что я хочу тебе сказать. Und das erste, was ich dir erzählen что möchte, важно, was sehr wichtig ist für dich und für mich. Что делал Христос на этой земле? Was der Herr Jesus auf dieser Erde getan hat. Он, когда наставал вечер. Er Als der Abend kam oder die Nacht kam, ist er auf den Berg gegangen und hat dort gebetet. Meine Lieben, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in unserem Leben, denn wenn wir dem Herrn ähnlich sein wollen, müssen wir beten. Молитва должна быть на первом месте в нашей жизни. Das Gebet muss an erster Stelle in unserem Leben sein. Это самое важное. Das ist das Allerwichtigste. Это самое первое. Das ist das Erste. Чтобы мы были едиными с Господом. Damit wir eins mit unserem Herrn werden. Нам нужна молитва. Brauchen wir das Gebet. Я думаю, в нашей жизни мы очень часто переживали. Ich glaube, sehr oft haben wir das schon in unserem Когда Leben мы, может, erlebt. Когда мы остывали и в нашей Wo wir vielleicht etwas warm geworden sind und Probleme in unserem, ja, wo wir kälter geworden sind und wo Probleme in unser Leben kamen, dann fangen wir an zu beten. Wir werden lebendig. Und der Herr fängt an, in unserem Leben zu wirken. Er verändert unser Leben. Так на первом месте это молитва. Das heißt, an erster Stelle muss das Gebet sein. Und der Herr segne uns dabei. Я вижу, что вот это качество у христиан очень часто может встать на второе место. Ich sehe oft das Problem, dass diese Eigenschaft bei den Christen oft an die zweite Stelle rückt. Или уйти в забытие. Oder sogar komplett in Vergessenheit gerät. Ich möchte dich fragen. Сколько молишься ты в своей каждый день в своей жизни. Wie viel betest du jeden Tag in deinem Leben? Чтобы мы честно посмотрели. Dass wir einfach ehrlich zu uns selbst sind und uns anschauen. Это очень быстро у
уходит на второе место. Es passiert so schnell, dass es an die zweite Stelle kommt. Потом идет на третье. Und dann geht's an die dritte Stelle. Потом на четвертое. Und dann irgendwann mal weiter. А потом вообще забывается. Und dann wird's komplett vergessen. Не забывай молиться. Vergesse nicht zu beten. Это твое сходство с Иисусом Христом. Deine Ähnlichkeit mit dem Herrn Jesus. Что делал еще Христос на этой земле? Was hat Jesus noch auf dieser Erde getan? Он кормил людей, помните? Er hat die Menschen ernährt. Erinnert ihr euch? Tausende. Небольшими хлебами и рыбкой. Kleinen Broten mit Fischen hat er tausende Menschen satt gemacht. Das ist für uns als Zeichen hinterlassen worden, dass wir Gutes tun, dass wir Menschen erkennen, die in Not sind. Христиане всегда отличаются тем, что они первыми идут там, где беда. Die Christen unterscheiden sich immer von denen, weil sie zuerst hingehen, da wo es Not gibt. Und ich möchte, dass du auch dein Leben anschaust. Как часто ты идешь туда, wie oft gehst du dorthin, wo es Not gibt? Как часто мы находим какие-то извинения для своего поведения? Wie oft finden wir Ausreden und Erklärungen für unser Если мы Verhalten? Видим человека в беде, wenn wir einen Menschen in Not sehen и говорим, und sagen, то он сам виноват. Er ist selber dran schuld. Er hat doch Beine, Arme, der kann doch arbeiten gehen. Oder wir können noch etwas ausdenken. Er ist selbst doch in diese Abhängigkeit geraten, also ist er doch selber dran schuld. Was kann ich denn schon tun? Братья и сестры, мы должны торопиться. Meine Geschwister, wir müssen uns beeilen. Делать добро на этой земле. Gutes zu tun auf dieser Erde. Потому что Христос это делал. Weil Jesus Christus es getan hat. Он каждому, кто приходил к нему. Er hat jedem, der zu ihm kam. Er hat jedem geholfen. И давал ответ на его вопросы. Und hat ihm Antworten auf die Lebensfragen gegeben. Христос очень ясно и четко говорил людям о грехе. Jesus Christus hat sehr deutlich zu den Menschen über die Sünde gesprochen. Он говорил: ты живешь в грехе, это неправильно. Er hat gesagt: du lebst in Sünde und das ist nicht richtig. Я думаю, это сложный момент, чтобы нам говорить людям о грехе. Ich glaube, das ist so eine sehr schwierige Sache für uns, wenn wir zu anderen hingehen und sagen, du lebst in Sünde. Aber Gott macht es so und führt uns in solche Situationen hinein. Wisst ihr, ich erinnere mich auch an Situationen, wo ich einfach geschwiegen habe. Wo ich hätte sagen sollen, das ist eine Sünde. Wo es eine Situation gab, wo ich sagen sollen, hätte sollen, dass es falsch war. Der Herr will das nicht so. Und dann kommt ein Segen in dein Leben, wenn du es veränderst. Aber irgendwo bin ich in mich hineingekehrt. Habe gedacht, vielleicht ist das hier unpassend. Er weiß es doch auch. Was soll ich ihm denn noch sagen? Meine Geschwister, wir müssen in diesem Moment mutig sein und sagen, auf der Basis des heiligen Wortes, dass es eine Sünde ist, wenn wir dem Herrn Jesus absolut ähnlich sein wollen und seinen Weg gehen wollen, dann müssen wir es tun. Христос был другом бедных и обездоленных. Jesus Christus war ein Freund der Armen und der Alleinstehenden. Это не так просто. Обездоленных. Benachteiligt. Dankeschön. Это не так просто. Das ist nicht einfach. Когда тебе хорошо. Wenn es dir gut geht. Пойти тем, помогать, кому плохо. Zu denen hinzugehen, denen es schlecht geht. Кому совсем плохо. Wo, denen, die wirklich schlecht geht.
Aber der Herr segne uns auch dabei, dass wir auch diesen Punkt erfüllen können. Ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben so eine Situation, da wo er mutig sein soll. Und der Herr segne dich dabei, dass du ihm ähnlich bist. Er sagte, здоровые имеют нужду во враче, но больные. Er sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Те, которые не видят выхода в своей жизни. Die keinen Ausweg in ihrem Leben sehen, für die müssen wir beten. К ним надо идти, с ними надо gehen und mit ihnen muss man reden. А может быть, от них плохо пахнет? Vielleicht riechen sie nicht so gut. А может быть, еще что-то? Vielleicht etwas anderes noch. Но Бог хочет это, чтобы мы это делали. Aber der Herr will, dass wir es machen. Вы знаете, я всегда ставлю себя, тогда, когда проповедую, всегда ставлю себя на то место. Wisst ihr, wenn ich davon predige, dann stelle ich mich selbst immer an diese Stelle. Я вижу очень часто, где я ошибался, und где я делал не так. Dann sehe ich meine eigenen Fehler, wo ich falsch gehandelt habe. Ich möchte, dass jeder in sein Leben hineinschaut. Еще один последний факт. Und meinen letzten Punkt. Конечно, пунктов очень много. Natürlich gibt es viele Punkte, aber den ich erwähne, das für mich wichtig ist. Христос, он мог прощать. Jesus Christus konnte vergeben. Прощать нелегко. Zu vergeben ist nicht leicht. Прощать надо уметь. Man muss es können. И так прощать. Und so zu vergeben. Чтобы не вспомнить больше. Dass wir uns nicht mehr dran erinnern. Знаете, очень много в нашей жизни беды от того, когда люди не могут прощать. Wisst ihr, es gibt sehr viel Unheil in Menschenleben, wenn die Menschen nicht vergeben können. И знаете, в первую очередь это вредит самому человеку, который не может простить. Und wisst ihr, in erster Linie schadet es dem Menschen, der nicht vergeben kann. Его жизнь становится невыносимой. Sein Leben wird unerträglich. Когда ты носишь непрощение в себе. Wenn du in dir nicht Vergebung trägst. Я думаю, это ужасно. Ich glaube, es ist grässlich. И, конечно же, это идет, ну, приводит к многим проблемам в жизни. Und ich glaube sogar, dass es zu vielen anderen Problemen im Leben führt. Христос умел прощать. Der Herr Jesus konnte vergeben. Христос, когда висел на Голгофе, на кресте, als Jesus Christus dort am Golgatha hing, он говорил, прости им, sagte er, vergib ihnen, потому что не знают, denn что sie делают. Wissen nicht, was sie tun. Те, кто его били, die, die ihn geschlagen haben, те, кто его предали, die ihn verraten haben, потому что совсем недавно они шли за ним. Weil noch bis vor kurzem sie ihm gefolgt sind. Они постилали одежды. Sie haben ihre Kleider ausgelegt. Они постилали пальмовые ветви. Sie haben die Palmenzweige ausgelegt. Они восклицали, это царь наш. Sie haben gejauchzt und geschrien, das ist unser König. Und nur nach einer kurzen Zeit они стояли и кричали, распни его. Standen die gleichen Menschen und haben geschrien, kreuzigt ihn, er ist schuld. Это самое страшное предательство. Das ist die schrecklichste, das schrecklichste Verrat. Und Jesus Christus hing am Kreuz und er hat gebetet und er sprach, himmlischer Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Meine Geschwister, auch wir müssen vergeben, wir müssen es lernen, den Menschen zu vergeben, komplett, vom ganzen Herzen. Если мы хотим быть идентичными с нашим Господом, wenn wir identisch mit unserem Herrn sein wollen, мы должны прощать. Müssen wir vergeben. Мы должны научиться. Müssen wir es lernen. Жить так. So zu leben. Как жил Христос. Wie Jesus Christus gelebt hat. Я думаю, само имя. Ich glaube, der Name selbst, Christianin, ein Christ, оно говорит само о себе, spricht von sich selbst,
что мы такие, как христианин. Dass wir gleich den Jesus Christus sind. Yeah. Если мы там от родителей получили какое-то имя там, wenn yeah? wir von den Eltern einen Namen bekommen haben, то люди знают, что он принадлежит к этому. Dann wissen wir, dass sie zu dieser yeah. Familie gehören. Этот Иванов, этот Петров, этот Сидоров. Nach dem Nachnamen können wir uns den unseren Eltern zufügen. Точно так же люди могут нас определить. Genauso können uns die Menschen bestimmen, dass wir Christen sind. Я работаю с такими людьми, которые очень много говорят нехороших слов. Ich arbeite mit vielen Ругаются. Menschen, die sehr viele Schimpfwörter sagen. Я уже устаю говорить. Und ich werde schon müde davon, Пожалуйста, zu sagen, bitte. Я сегодня здесь, wenn ich heute hier bin, bitte, dass wir heute nicht Fluchtwörter benutzen. Где-то работает. Manchmal funktioniert es. Где-то не работает. Manchmal auch nicht. Но я вижу, что я уже устал это говорить. Aber ich sehe einfach, dass ich schon davon müde geworden bin. Сегодня Бог говорит ко мне, чтобы я не устал. Und heute spricht der Herr zu mir, dass ich nicht müde sein soll. Что я должен говорить. Dass ich weiterhin davon reden soll. Если они 10 минут со мной будут говорить на чисто русском языке. Wenn sie mit mir 10 Minuten nur lang auf eine rein russische Sprache sprechen werden. Русском языке. Auf der normalen russischen Sprache. Хорошо. Dann ist das schon gut. Да? Я хочу, чтобы мы сейчас молились. Ich möchte, dass wir heute beten. Мы хотим быть такой, такими, как Христос. Wir wollen genauso sein wie Jesus Christus. Знаете, еще один пример, коротко. Wisst ihr noch ein kurzes Beispiel? Кто особенно был похож на, ну, старался быть похожим на Иисуса? Wer hat besonders sich angestrengt, dem Herrn Jesus ähnlich zu sein? Помните апостола Павла? Könnt ihr euch an Apostel Paulus erinnern? Он был гонителем церкви. Er war der Verfolger der Gemeinde. А потом стал апостолом. Und dann wurde er zu einem Apostel. Интересные слова он говорит коринфянам. Und in Korinther sagt er sehr interessante Worte. Да? Он говорит: подражайте мне, как и я Христу. Er sagt: handelt wie ich, so wie ich handle wie Jesus. Пусть Бог благословит нас. Und der Herr segne uns dabei. Чтобы нам быть достойными имени христианина. Dass wir dem Namen Christ sein würdig sind. Чтобы мы не только назывались христианами. Dass wir uns nicht nur Christen nennen. Но чтобы мы были таковыми. Sondern dass wir solche sind. И это каждый день. Und das jeden Tag. Это не просто. Das ist nicht einfach. Дорогие мои, эта задача непростая. Meine Geschwister, das ist keine einfache Aufgabe. Но выполнимая. Aber es ist erfüllbar. Если мы этого захотим. Wenn wir es selbst wollen. Бог сделал очень много для нас. Der Herr hat für uns schon so viel мы getan. Мы сегодня об этом говорили. Wir haben heute darüber 99% gesprochen. 99% hat er in unserem Leben erfüllt. Das 1%. Nur diesen 1%. Где мы говорим? Wo wir sagen, мы хотим быть похожими на Иисуса Христа. Jesus Christus ähnlich sein. Это зависит от нас. Das ist von uns abhängig. Это зависит лично das от тебя. Ist von dir persönlich abhängig. От тебя зависит. Von dir. Будь таковым. Sei so. Пускай это слово сегодня останется в твою жизнь. Dieses Wort soll heute in deinem Leben bleiben. Попробуй хотя бы одну неделю. Versuche einfach mit diesem Wort eine Woche lang zu leben. Nur diese eine Woche. Versuche es zu erfüllen. Быть похожим на Христа. Dass wir dem Herrn Jesus ähnlich sind. Знаете, я думаю, что это принесет в твою жизнь тоже большие благословения. Wisst ihr, ich glaube daran, dass es in dein Leben großen Segen bringt. In erster Linie werden wir davon gesegnet. Amen. Итак, будем молиться. Und lasst uns deswegen ins Gebet kommen. Господь, Herr, я благодарю тебя. Ich danke dir.
Благодарю имя Твое. Ich danke deinem Namen. Чудное, дивное. Deinen wunderbaren Namen. Наш Иисус Христос. Unser Herr Jesus Christus. Halleluja. Мой Иисус Христос. Mein Jesus Christus. Ты есть мой Господь. Du bist mein Herr. Я благодарю Тебя, und ich danke dir, что очень много Ты сделал dass в моей жизни. Für mich so vieles in meinem Leben getan Господь, hast. Твои благословения, ja, deine Segen, Твои милости. Deine Gnade. Господь, я не могу и сосчитать, сколько много их было проявлено ко мне. Хвала Тебе за это. Hast. Честь Тебе, поклонение dafür, Тебе за это. Аллилуйя. Ты есть чудный Господь, совершающий Gott, в моей жизни чудеса Leben каждый день. Tut, хвала Tag. Тебе, Господь. Как часто я wie oft bin ich могу быть таким несмелым, nicht mutig, когда идет речь о вере в Тебя, wo о вере в имя die Твое, Rede von dem Glauben zu dir ist, о слове Твое, über dein Wort, о грехе, über die Sünde, о прощении, über die Vergebung. Господь, Herr, я хочу быть похожим ich на möchte тебя. Dir ähnlich sein. Благослови меня, segne Господь. Mich dabei, Herr. Благослови нас, segne благослови uns сегодня alle, каждого segne здесь jeden присутствующего. Der hier anwesend ist. Господь, в этой жизни segne in diesem Leben. Мы будем благословенными, мы испытаем werden очень много счастья, sein und sehr viel когда Glück erleben, когда мы будем жить Твоим законом, когда мы захотим очень всем сердцем быть похожими на Тебя, Господь. Быть абсолютно похожими absolut на Тебя, Господь. Благослови Herr, нас. Segne uns dabei. Господь, услышь нашу молитву. Herr, höre unser Gebet. Дай нам ответ, Господь. Gib uns eine Antwort. Мы хотим быть такими, wir как wollen Ты. Genauso sein wie du. Я хочу быть таким, ich möchte как so Ты. Sein wie du. Мы это поем, Господь. Das singen wir. Мы это проповедуем. Wir predigen es. И с сегодняшнего дня мы хотим und ab это heute, воплощать und в жизнь. Wollen wir das in unserem практически, Leben praktisch umsetzen. Каждый день. Jeden Tag. Благослови нас. Segne uns dabei. Хвала Тебе, dir честь Тебе. Lob und Ehre. Поклонение. Und Anbetung. Благослови это слово. Segne dieses Wort. Чтобы оно впало в наше dass сердце. Es in unser Herz hineinfällt und uns плод. Frucht bringt. Во 100 крат. Zu 100%. Аминь. Аминь.